Der Chronist bedauert, für diesen Bericht nur verhältnismäßig wenig Zeit zur Verfügung zu haben. Denn die Begegnung zwischen 1860 München in weißen Hosen, auf dem Bildschirm während der ersten Halbzeit von rechts nach links spielend, und Borussia Dortmund hatte alles, was man sich von einem Bundesligaspiel wünscht. Spannung, Dramatik und spielerisches Niveau, obwohl der Boden schwer und kräftezehrend war. Torwartwechsel, von ihm werden wir noch mehr zu sehen bekommen, aber zunächst ein Angriff der Dortmunder, die überraschend in der 12. Minute in Führung gehen. Konitzka kann auf Kosten eines Eckballs abgedrängt werden. Und da passiert ein schwerer Deckungsschnitzer. Unbehindert von Stopper Reich kann Brungs einköpfen und man glaubt auch, dass Radenkovic vielleicht hätte herauslaufen müssen, um den Dortmunder am Kopfball zu hindern. Nun, dieses 1:0 der Gäste löste eine Angriffslawine der Münchner Löwen aus. Dabei gab es bedrohliche Situationen vor dem Dortmunder Tor, ein wenig unübersichtlich, sogar in der Zeitlupe. Torwart Wessel, ein reaktionsschneller Torhüter, hatte auch das Glück auf seiner Seite. Peter Grosser, an diesem Tage wieder der beste Münchner Stürmer, hatte Pech. Eine Eckballserie vor dem Dortmunder Gehäuse. Und großartige Parade wieder von Wessel. Hier Wosab, der für den grippeerkrankten Aki Schmidt halb rechts spielte, während Zyliaks angeblich rechts außen stürmte, in Wirklichkeit aber sich sofort in die Verteidigung zurückzog und Retter im Mittelfeld die Rolle eines Mädchens für alles überließ. Dieser Schuss von Peter Grosser hätte das 1:1 schon bedeuten können, aber es fällt erst aus dieser Situation. Verteidiger Patzke fädelt es ein, Brunnenmeier ist ungedeckt und kann einschießen. Nach diesem 1:1, Sie sehen es noch einmal in Zeitlupe, ein weiterer Treffer der Münchner, der von Schiedsrichter Mathieu aus Saarbrücken wegen Abseitsposition, wegen angeblicher möchte ich sagen, nicht anerkannt wurde. Links im Bild erscheint gleich Küppers. War er abseits oder war er es nicht? Er schießt ein, aber dieser Treffer gilt nicht, obwohl die Münchner lebhaft reklamieren. Und wie so oft in solchen Situationen schon im Gegenzug das 2:1 für Dortmund. Und wieder ist Brungs der glückliche Torschütze. Freilich postwendend kamen auch die Löwen wieder zu einem Treffer. Das 2:2 erzielte Peter Grosser auf Vorarbeit von Rudi Brunnenmeier. Auch dieses Tor in Zeitlupe. 2:2, das war der Pausenstand, durchaus verdient nach einer wirklich fesselnden Begegnung. Gleich nach dem Wiederanpfiff eine kalte Dusche für die Münchner Gastgeber. Freddy Heiß wird abgedrängt. Der Gegenzug der Dortmunder. Emmerich kommt an den Ball. Die Situation scheint schon bereinigt zu sein. Da aber unterläuft Stopper Reich, der verhängnisvolle Schnitzer eines Kopfballrückspiels, in das Konitzka hineinspurtet und zum 3:2 einsendet. Nun kam die große Zeit von Borussia Dortmund. In dieser Viertelstunde hatten die Löwen nur wenig zu melden. Peter Radenkovic musste klären. Dann kam das Gegenstück zu Küppers Abseitstreffer. Emmerich schießt auf das Tor, Brungs kommt aus dem Hinterhalt und schießt ein. Aber Schiedsrichter Mathieu gab das Tor nicht. Ich glaube nicht, dass Brungs in Abseitsposition war, zumindest nicht bei der Ballabgabe. Das 4:2 also noch einmal durch den Schiedsrichter verhindert, aber es fällt kurz danach. Hier Sturm der Außenläufer der Dortmunder, Emmerich, der an die Querlatte donnert, und nachsetzend drückt Brungs den Ball zum 4:2 für Dortmund über die Torlinie. In Zeitlupe sehen Sie es noch einmal, es muss ein Genuss sein für einen Stürmer, so nahe an der Torlinie einen Treffer erzielen zu können. Nun hätten die Dortmunder vielleicht konsequent auf Sieg spielen sollen. Sie griffen aber nur mehr vereinzelt an, wie in dieser Situation Konitzka, der nur einen Eckball herausbringt, um sich ansonsten doch hauptsächlich in die Defensive zurückzuziehen. Das verschuf den Münchnern Luft und den Anschlusstreffer durch Rudi Brunnenmeier auf Vorlage von Küppers. Drei zu vier also und kurz danach das 4:4. Zeiser, Brunnenmeier, Küppers wunderbar vorgelegt und der Ausgleichstreffer ist gefallen. Und dann musste Torwart Wessel, hier geschlagen in Zeitlupe, sogar noch einmal seine ganze Kunst aufwenden, um einen fünften Treffer der Münchner zu verhindern und damit das 4:4 zu wahren. Hier ist die Situation, er hat den Ball und wir schalten vom Bayerischen Rundfunk zurück nach Köln.